Welcome back zur dritten Woche des Marathon-Trainings für Japan. Als allererstes, ich habe vergessen reinzuschneiden in den letzten Vlog, was ich nach dem Long Run gegessen habe. Und ich habe es sogar aufgenommen, ich blende es euch hier auch mal ein. War wirklich kohlenhydratlastig und proteinlastig, genau das, was man eigentlich nach so einem langen Lauf braucht. Und natürlich eine gute Portion Schlaf, aber dazu kommen wir später nochmal. Bevor wir mit dem Trainingsplan starten für diese Woche, gibt es erstmal Feedback zur letzten Woche und auch ein paar Learnings. Ich habe gelernt, dass bei einer stressigen Woche, wenn wirklich viel ansteht, letzte Woche war Weihnachten, es war ein Shooting in Hamburg den ganzen Tag lang, da kann das schon mal dazu führen, dass der Laufplan ein bisschen organisiert werden muss. Ohne eine gute Organisation kann es mal passieren, dass ihr sagt, heute ist mir auch irgendwie alles zu stressig und nee, heute laufe ich auf jeden Fall nicht mehr. Guckt am Anfang der Woche einfach schon, was steht an und wie kann ich den Plan gegebenenfalls so umbauen, dass ich trotzdem alle Laufeinheiten unter einen Hut bekomme. Dann natürlich nach einem langen Lauf, schaut, dass ihr genügend Kohlenhydrate und Proteine in eurer Mahlzeit habt. Und das ist auch wichtig, damit der Körper dann natürlich genügend und auch die richtigen Nährstoffe für die Regeneration hat. Denn so ein 23-Kilometer-Lauf, da muss man sich schon so ein bisschen um seinen Körper kümmern. Dazu gehört natürlich auch Schlaf. Also in der Nacht darauf kann man natürlich 4 Stunden schlafen, ist aber dann nicht ganz so gut. Das heißt, 7 bis 8 Stunden sollten schon drin sein nach so einem langen Lauf, weil ihr wollt ja auch in die nächste Trainingswoche energiegeladen starten, so wie zum Beispiel heute. Da werden wir auch einen Lauf haben und wenn das alles zu kurz kommt, das richtige Essen, genug Schlaf, wäre es vielleicht heute nicht ganz so entspannt. Schlaf ist wirklich wichtig. Ich betone das super gerne auch in meinem Nebenjob als Trainerin. Schlaf ist so wichtig. Einige sagen natürlich auch, hey, ich brauche nur 4 bis 6 Stunden und dann geht es mir richtig gut. Ja, natürlich, es kann auch sein. Aber euer Körper denkt sich irgendwann so, nee, das lassen wir jetzt mal. Und wenn ihr wirklich auch einen Marathon oder 2, 3 durchziehen wollt und verletzungsfrei bleiben wollt, dann ist genug Schlaf das A und O. Wenn man verletzt ist, liegt das natürlich nicht immer direkt daran, dass man zu wenig geschlafen hat. Aber die Bänder und Sehnen zum Beispiel, die sehr, sehr häufig daran beteiligt sind, wenn man verletzt ist beim Laufen, die können sich einfach nicht richtig erholen, wenn ihr zu wenig schlaft. Deswegen immer genug schlafen. Punkt 3. Gels beim Laufen. Ich habe gestern zwei Gels benutzt, so ungefähr alle 45 bis 50 Minuten und es hat super geklappt. Und wir haben gestern auch eine Flasche Wasser unterwegs gekauft. Das waren so 500 Milliliter. Die haben wir auch nebenbei immer getrunken. Das kann natürlich hin und wieder mal ein bisschen schwer werden, wenn man die Flasche in einer Hand hat. Aber dann wechselt man zwischen durch und irgendwann ist sie natürlich auch leer. Wasser bei einem Long Run, ganz wichtig. Punkt 4 ist, dass ich meinen Trainingsplan fürs Krafttraining ein bisschen umstellen werde, weil ich ja letzte Woche den Besuch im IFD Lab hatte von Kurek. Und da hat mir der Sportwissenschaftler Basti, mit dem übrigens auch noch ein richtig cooles Interview diese Woche online kommt, ein paar Tipps gegeben, was ich als Läufer unbedingt machen sollte, damit ich entweder verletzungsfrei bleibe oder meine Verletzung so langsamer in den Wind schieße. Und da werde ich diese Woche den Trainingsplan bisschen umstellen. Und Punkt Nummer 5, was ich gelernt habe, eine gute Laufbegleitung ist Gold wert. Simon hat mich ja begleitet und ich war mir anfangs nicht ganz sicher, ob er das durchhalten würde, aber hätte sogar noch länger durchgehalten. Also der hat mich richtig gepusht und das tat richtig gut. Natürlich gibt es nicht immer jemanden, der mit euch mal eben so 23 Kilometer am Stück durchläuft. Kann ich auch verstehen. Aber auch auf dem Fahrrad, so wie mein Freund zum Beispiel abends. Sucht euch jemanden, der Zeit und Lust hat, mit euch laufen zu gehen. Gerade bei so längeren Läufen kann das schon mal ein bisschen langweilig werden. Und auch die Playlist, die man sonst immer hört, motiviert dann vielleicht nicht mehr ganz so gut wie am Anfang. Das heißt, sucht euch mehrere Möglichkeiten, solche langen Läufe auch wirklich durchzuziehen. Das waren die Learnings aus letzter Woche. Jetzt kommen wir zum Trainingsplan für diese Woche. Montag, also heute ein 45-Minuten-Dauerlauf und 3 Steigerungen. Ich habe mich entschieden, die Steigerungen wieder einzubauen, aber ich werde nicht im Sprint enden, weil ich weiß, dass mir das aktuell noch zu sehr wehtut. Hoffen wir mal, dass es gut geht. Dienstag ist komplett Ruhetag und Mittwoch stehen ein paar Intervalle auf dem Plan. Ich glaube, viele von euch, und so habe ich es auch durch die Nachrichten bei Instagram raushören können, hassen Intervalle. Ich liebe Intervalle. Wenn mir das Knie nicht gerade mal einen Strich durch die Rechnung macht. Auch wenn man Intervalle macht, läuft man sich natürlich erstmal 10 Minuten ein. Danach 10 mal 1 Minute 30 richtig schnell laufen. Und zwischen diesen schnellen Läufen haben wir immer 1 Minute Trabpause, also wirklich super langsam laufen. Nach diesem ganzen Intervallumfang laufen wir uns dann noch 10 Minuten. Donnerstag ist Ruhetag und da wollte ich dann meinen neuen Krafttrainingsplan umsetzen. Freitag haben wir dann einen 8-Kilometer Lauf über die Marathon-Pace für einen Marathon in 4 Stunden 30. Vorher laufen wir uns aber 10 Minuten ein und danach wieder 10 Minuten aus. Und am Sonntag haben wir wieder einen Long Run. Letzte Woche waren es 140 Minuten, diese Woche sind es 155 Minuten. Danach kommen eigentlich 3 Steigerungen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das entscheide ich dann situativ, je nachdem wie sich meine Knie und vor allen Dingen auch meine Beine anfühlen. 155 Minuten sind 2 Stunden 35 und ich war diese Woche nach 2 Stunden 20 schon gut im Eimer.
Ob ich dann den ganzen Lauf alleine durchziehe, muss ich nochmal gucken. Vielleicht gibt es aber auch jemanden, der Lust und Zeit hat. Das war's mit dem Trainingsplan. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Kaffee und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich jetzt heute Vormittag laufe oder heute Abend, weil ich mag eigentlich aktuell lieber tagsüber laufen, aber heute habe ich auch noch ein paar Termine und ich weiß nicht, ob ich das da so zwischengequetscht bekomme. Wenn ihr übrigens eine Laufuhr-Empfehlung habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich bin aktuell auf der Suche nach einer neuen Laufuhr. Ich habe zwar die Apple Watch Series 6, aber möchte mir unbedingt eine andere Uhr zulegen, weil mir dieses Modell etwas zu wenig Informationen ausspuckt. So sagen. Um zu sagen, dass sie zu ungenau ist, da bin ich nicht genug in der Materie, aber deswegen bin ich ja gerade dabei. Und schreibt mir auch mal in die Kommentare, warum ihr euch dann für eure aktuelle Laufuhr entschieden habt. Das würde mich ja sehr weiterhelfen. Und ich habe mir heute eine Spinat-Nudelfanne gemacht. Und als Nachtisch gibt es heute mal wieder einen Proteinriegel. Ich liebe die Sorte Roasted Peanut von den Riegeln auf jeden Fall am meisten. Wir gehen jetzt laufen. 45 Minuten super easygoing Dauerlauf. Es sind 5 Grad draußen und ich habe ein T-Shirt an. Darüber kommt ein Longsleeve und darüber dann eine seemiedige Jacke. Stürmer darf natürlich auch nicht fehlen, weil 5 Grad und Wind kann schon kalt werden. Und Schuhe sind die Wave Sky 5. Die sind jetzt ein bisschen dreckig von dem letzten Regenlauf. Ich habe übrigens ganz am Anfang im ersten Vlog gesagt, dass ich nur 2 Paar Schuhe trage für die Vorbereitung. Das System habe ich jetzt ein bisschen geändert. Also wie ihr seht, ich glaube, das ist jetzt schon der 4. Schuh, glaube ich, den ich jetzt angezogen habe. Aber auch wichtig zu sagen, man braucht diese ganzen verschiedenen Schuhe nicht. Reicht völlig aus, wenn ihr 1 bis 2 Paar Laufschuhe habt. Wir sind jetzt 11 Minuten unterwegs. Bisher ist alles ganz okay. Habe ich geschafft. 39 Minuten. Laufen richtig gut. Ich habe eine Steigerung am Ende versucht. Wir wollen uns ja ganz langsam antasten. Nicht so schnell. Zeit war heute eigentlich wieder relativ gut. Also ich versuche immer so ein bisschen schneller zu laufen, aber auch nicht zu schnell, um zu schauen, ob das auch alles so klappt, ob ich dann keine Schmerzen habe. Und heute lief es eigentlich ganz gut. Die Strecke war auch richtig gut. Wir mussten, glaube ich, insgesamt nur 2 Mal anhalten. Was ich auch sehr empfehlen kann, ist bei kurzen Laufstrecken sich einen Weg zu suchen, wo ihr wenig anhalten müsst. Also wenig Ampeln, wenig Zebrastreifen, alles, wo ihr die Straße überqueren müsst, damit ihr im Flow bleibt. Weil ich habe das Gefühl, bei Stadtläufen, und ich wohne relativ zentral, ist es schon immer schwierig, sich eine Strecke zu suchen, wo man wirklich lange durchlaufen kann, ohne anzuhalten. Und das bremst mich dann immer aus. Deswegen war das heute richtig gut. Heute hatten wir, wie gesagt, nur 2 Punkte, an denen wir anhalten mussten. Und deswegen habe ich mich richtig gut gefühlt. Ich war wirklich im Flow. Ich gehe jetzt eben schnell fix duschen. In der Zeit kocht das Abendbrot. Es wird heute sehr, sehr carblastig. Völlig in Ordnung ist, auch abends. Und wir sehen uns morgen wieder. Tag 16 und damit auch Ruhetag. Aber es wird ein aktiver Ruhetag, denn ich werde gleich wieder zum Nebenjob fahren und dort als Trainerin arbeiten, also mehr oder weniger Ruhetag. Ich möchte heute aber auch mal ein bisschen darüber nachdenken, welches Mobility-Training ich an Rest-Days machen kann, weil das unglaublich wichtig ist und ich habe das Gefühl, dass ich mehr davon machen sollte. Bisher habe ich nur einen Kaffee getrunken und den Vlog geschnitten. Und wenn ich die ganze Zeit am Schreibtisch sitze und schneide, dann trinke ich irgendwie nur Kaffee und Wasser und vergesse, dass es Mittag ist. Und deswegen esse ich meine erste Mahlzeit immer relativ spät. Also wir haben es jetzt kurz vor 1, gleich kommen Freunde vorbei und dann werden wir auch was zum Mittag essen. Ich muss auch sagen, dass es mir jetzt nach den beiden intensiven Lauftagen, also einmal 2 Stunden 20 und einmal 45 Minuten hintereinander weg, dass es mir eigentlich relativ gut geht. Also ich merke auf jeden Fall, dass ich so viel gelaufen bin, aber ich habe jetzt keinen Muskelkater. Das heißt, wenn ich mich hinhocke, habe ich jetzt keine extremen Schmerzen. Wir haben heute Abend vegetarische Burger gemacht. Der ist schon zusammengeklappt, aber hier kann man nochmal sehen, was drauf ist. Eigentlich nur eine vegetarische Soße, bisschen Tomaten, Fleischersatz und Salat. Also eigentlich ganz simpel. Tag 17. Ich habe heute 2 Zeitfenster, um laufen zu gehen. Einmal heute Vormittag, aber das ist jetzt auch gleich vorbei. Irgendwie wurde alles ein bisschen knapper, als ich dachte. Und heute Abend nach der Arbeit. Und es wird wahrscheinlich nach der Arbeit werden. Ich habe heute ein Video geschnitten, was morgen online kommen wird. Also wenn ihr den Vlog seht, ist es schon lange online. Das sind 10 Fragen an einen Sportwissenschaftler. Wir waren ja im Corex-Office in Hamburg. Und da habe ich die Möglichkeit genutzt, direkt was mit Bastian zu drehen, weil ich glaube, dass das super spannender Content für euch ist. Und ich habe heute auch endlich mal eine Instagram-Seite für die Laufgruppe hier in Hannover aufgestellt. Das wollte ich schon lange mal machen. Jetzt habe ich es
endlich mal in die Tat umgesetzt. Und ich muss jetzt auch noch gleich ein kleines bisschen Content filmen, was ich eigentlich auch schon gestern machen wollte. Also heute ist alles so ein bisschen durcheinander. Aber ich schaffe auf jeden Fall heute, glaube ich, alles, was ich wollte. Was heute Abend dann ansteht, sind Intervalle. Wir laufen uns erstmal 10 Minuten ein, haben dann 10 Intervalle a 1 Minute 30. Und zwischen diesen ganzen 1 Minute 30 Intervallen haben wir dann 1 Minute Trabpause. Also super, super langsames Laufen, um sich ein bisschen zu erholen. Und dann geht's weiter. Ganz am Ende vom Lauf laufen wir uns wieder 10 Minuten aus. 30. 10 mal 1 Minute 30 sind 15, genau, jeweils 1 Minute dazwischen in 9 Pausen. Also 9 Minuten 24 plus 20 sind 44 Minuten, die da im Endeffekt dann rauskommen. Und ich glaube, auch nach einem langen Arbeitstag ist das auf jeden Fall noch mehr möglich als ein 25 Kilometer Lauf. Donnerstag und damit Tag 18 der Vorbereitung. Ganz kurz nochmal zu gestern. Gestern hatten wir eigentlich ein Intervalltraining auf dem Plan. Eigentlich. Ich war super motiviert, endlich mal Intervalle auszuprobieren. Ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht und ich hatte wirklich Lust drauf. Und dann, Minute 29, Schienbeinschmerzen. Das leidige Thema Shinsplints hat mich dann doch in diesem Jahr nochmal daran erinnert, dass ich vielleicht ein bisschen zu viel gelaufen bin in den vergangenen Wochen. Das Pensum an sich war nicht zu viel, nur vor diesem Marathontraining habe ich sehr, sehr wenig gemacht. Dadurch, dass ich krank war und so weiter und nochmal pausieren musste, war das irgendwie dann vielleicht auch ein bisschen zu viel. Nichtsdestotrotz war ich natürlich extrem traurig an dem Abend, weil ich mein Training nicht beenden konnte. Ich habe dann irgendwann aufgehört zu laufen, weil es einfach auch gar nicht mehr ging. Die Schmerzen waren viel zu stark und da kann ich euch auch nur empfehlen, versucht nicht langsamer zu laufen, versucht das Ganze irgendwie gar nicht erst auszugleichen. Hört direkt auf, so blöd es auch ist. Es macht es nur noch schlimmer mit jedem Schritt, jeder Minute, mit jedem Kilometer, den ihr weiterlauft, wird es immer schlimmer. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, bis einschließlich Sonntag eine Laufpause einzulegen und dann langsam am Montag erstmal zu schauen, wie das Ganze sich überhaupt verhält. Das heißt, auch der Long Run ist Geschichte, was sehr schade ist, weil ich echt Lust hatte, mich mal wieder herauszufordern. Nach dem 2 Stunden 20 Lauf letzte Woche hatte ich echt Lust, nochmal zu schauen, wie es mir jetzt nach 2 Stunden 35 geht. Aber so ist es nun mal. Deswegen diese Woche komplett Pause. Heute ist ja sowieso Pause, aber an sich wird die ganze Woche jetzt nicht mehr gelaufen. Mit Shinsplints umzugehen, gerade in der Marathonvorbereitung, ist gar nicht so leicht. Pause ist Key. Aber damit auch mental klar zu kommen, ist für mich tatsächlich gar nicht so leicht, weil ich ein Ziel habe, und zwar in einigen Wochen in Japan an der Startlinie zu stehen und einen Marathon zu laufen. Wichtiger Zusatz dazu, sollten die Schienbeinschmerzen noch an der Startlinie vorhanden sein, wird es natürlich keinen Marathon für mich geben. Es kann sehr, sehr ermüdend sein, es kann sehr frustrierend sein. Und auch gerade wenn es im Winter dunkel ist, nochmal im Dunkeln rauszugehen und zu laufen, nimmt mir so ein bisschen diese ganze negative Stimmung am Abend, weil ich Dunkelheit einfach überhaupt nicht gerne mag. Und dass das jetzt auch noch wegfällt, ist für mich auf jeden Fall schwierig. Ich war tatsächlich heute auch noch nicht so wirklich produktiv, weil meine Gedanken natürlich immer um dieses Thema kreisen. Was mache ich jetzt? Wie lange wird es wohl dauern? Wann kann ich endlich wieder laufen? Und wenn ich anfange zu laufen, ist wahrscheinlich die Angst immer da, dass es jeden Moment wieder wehtun kann. Also auch bei meinen Knieschmerzen oft der Fall. Das sind so die Gedanken, die mich gerade beschäftigen, die mich gerade begleiten. Und Shinsplints hatte ich vor 6 Jahren ungefähr schon mal und dann bin ich damals weitergelaufen. Ich habe einfach gesagt, es wird schon. Ich wusste auch nicht wirklich, was das ist damals. Und dann wurde es natürlich immer schlimmer, bis ich dann zum Schluss sogar einen Monat pausieren musste. Und das war auch nicht so schön. Und deswegen möchte ich mich auch diese Woche viel, viel mehr mit der Thematik beschäftigen, um euch auch dann einen Mehrwert bieten zu können, wenn euch das mal passiert, dass ihr sofort wisst, was ihr machen könnt, woher das eigentlich kommt und was man auf keinen Fall machen sollte. Deswegen vergrabe ich mich jetzt in den Büchern und wir sehen uns morgen. Tag 19 und ich wünschte, ich könnte euch sagen, heute machen wir einen 8 Kilometer Lauf in der Marathon-Pace. Machen wir aber nicht. Ich bin auch immer noch sehr traurig, dass ich meinen Plan nicht weitermachen kann. Mir geht es auch aktuell überhaupt nicht gut damit, dass ich jetzt nicht einfach rausgehen kann und laufen kann, weil bisher alles super lief. Meinem Knie ging es langsam besser. Physisch natürlich schwierig, weil ich gerade, aber mental tatsächlich auch relativ schwierig für mich, weil das auf jeden Fall bisher so mit der beste Teil meines Tages war. Und wenn der jetzt auf einmal wegbricht, ist das gerade für mich so in dieser Wintersaison mit der ganzen Dunkelheit nicht so ideal. Kommen wir mal zu den guten Dingen. Ich habe schon einen ganzen Becher ausgetrunken. Ich hatte auch schon einen Kaffee, werde mir gleich was zum Mittagessen machen, dann zu meinem Nebenjob fahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin natürlich super traurig, auch ein bisschen genervt von der ganzen Gesamtsituation. Und deswegen habe ich nicht so Lust, heute als Trainerin zu arbeiten, weil ich einfach nur schlechte Laune haben möchte. Aber ich weiß genau, wenn ich da bin, ich habe Menschen um mich herum, die Sport machen, die mit mir gemeinsam quasi auch Sport machen. Das ist so wichtig, da eine Komponente zu haben, die einen aus dieser Phase so ein bisschen so irgendwie abholt und auch vielleicht rausholt. Ich glaube, würde ich jetzt jeden Tag hier alleine zu Hause sitzen und weiterarbeiten wie bisher, würde es mir viel, viel, viel schlechter gehen.
Das ist jetzt mein Frühstück und ich habe eigentlich die gleichen Zutaten genommen, die ich immer nehme bei meinem Frühstück. Nur, dass ich dieses Mal die Eier einfach klein geschnitten habe und daraus jetzt so einen Salat gemacht habe, den ich mit den Maiswaffeln ein bisschen snacken werde. Herzlich willkommen zum letzten Tag des Jahres. Ich habe mir erstmal einen Kaffee gemacht, wie eigentlich jeden Morgen. Und wir werden den Tag tatsächlich super entspannt verbringen. Ich werde ein bisschen was arbeiten und wir werden heute Abend ganz entspannt was essen, ein bisschen kochen und Filme schauen. Also wirklich super, super entspannt. Wir bleiben auch allein, wir treffen uns nicht mit Freunden und lassen dann das Jahr so ein bisschen ausklingen. Vorsätze an sich, so richtig typisch, habe ich eigentlich überhaupt nicht. Das Einzige, was ich möchte, ist, so viele Läufe wie möglich in so vielen verschiedenen Städten wie möglich mitzumachen. Also wir versuchen mal in New York den Marathon mitzumachen. Man muss sich da quasi mit einer Reisegesellschaft einbuchen, also man kann nicht einfach mitmachen, so wie man das von kleineren Läufen kennt. Das funktioniert leider nicht. Deswegen mal schauen, ob wir da Erfolg haben, uns mit einer Reisegruppe einzubuchen. Und auch sonst habe ich bei Instagram schon relativ viel darüber gesprochen, was nächstes Jahr so ansteht. Japan natürlich, ganz klar. Berlin-Marathon im September. Den Generali-Halbmarathon im April. Eine Woche davor ist noch der Hannover-Halbmarathon. Und für den Wings for Life Run. Da wollte ich mich auch noch in München anmelden. Das habe ich noch nicht getan. Und irgendeinen hatte ich jetzt vergessen, für den ich mich, glaube ich, schon eingeschrieben habe. Ich habe jetzt nicht mehr so genau alle im Kopf, von welchem Datum die sind. Aber es sind auf jeden Fall noch einige, für die ich mich anmelden möchte. Läufe planen, schauen, ob das mit dem Urlaub von meinem Freund so ein bisschen passt und ob Millie da auch Zeit hat, weil ich fahre super gerne mit Millie zu Läufen. Das ist immer so cool. Ach ja, genau. Amsterdam und Mallorca ist so ein bisschen der biggest struggle of the year, würde ich sagen, weil das an einem Tag ist. Weil Mallorca war für mich dieses Jahr einfach eine wunderschöne Auszeit über 5 Tage. Wir haben das Wetter da wirklich genossen. Spätsommer auf Mallorca und dann diesen Lauf morgens in der Früh. Wahnsinnig schön. Und Amsterdam ist im Gegensatz dazu riesig groß. Also es ist ein super krasser, großer Lauf. Ich glaube, so ähnlich wie der Generali-Halbmarathon in Berlin. Ich glaube auch so um die 40.000 Läufer. Und ja, das möchte man natürlich auch ungern verpassen. Zumal man da nicht hinfliegen muss. Also es ist wirklich komplett nebenan. Es ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis dahin. Sowas werde ich heute alles planen und koordinieren und gucken, worauf ich dann auch nächstes Jahr Lust habe. Und was ich auch noch machen wollte, ist ein Fotobuch zu erstellen von diesem Jahr. Es ist so viel passiert und ich finde es so schade, wenn die Fotos einfach auf dem Handy bleiben. Vor allen Dingen ist es, glaube ich, gut, dass wenn man gerade eine nicht so gute Zeit hat, sich an all die schönen Momente erinnert, die letztes Jahr oder vergangenes Jahr eigentlich passiert sind. Und ich glaube, das würde mir auch helfen, in solchen Situationen wieder ein bisschen positiver zu denken. So, ich werde jetzt meinen Kaffee austrinken, ein bisschen arbeiten und wir sehen uns heute Abend zum Kochen wieder. Sonntag und damit letzter Tag für diese Woche. Ich wünschte, ich hätte jetzt vor diesem Video ein Was trage ich heute zu meinem Long Run Abschnitt gedreht. Aber geht nicht, weil meine Shinsplints immer noch präsent sind. Ich war heute tatsächlich so kurz davor, doch noch zu sagen, ich versuche einfach 6 Kilometer. Hätte vielleicht doch irgendwie hingehauen, aber dann hätte ich wahrscheinlich wieder Schmerzen gehabt, weil wir wissen alle, Shinsplints gehen nicht so leicht weg. Und deswegen habe ich mich heute tatsächlich gezwungen, hier zu bleiben, eine Pause zu machen und das Wetter ist so traumhaft, das hätte ein so toller Lauf werden können. Naja, lasst uns nicht drüber reden. Gestern Abend war auf jeden Fall relativ schön. Wir haben, wie gesagt, einen Film geschaut, den Abend ausklingen lassen und haben von unserem Balkon aus das Feuerwerk beobachtet. Eigentlich wollte ich ja in diesem Vlog auch die Learnings von der Woche mit in den letzten Tag packen. Aber ich muss sagen, wenn ich den Vlog schneide und nochmal final durchschaue, fallen mir immer noch so ein paar Sachen auf, die ich gerne gesagt hätte. Das heißt, wir machen den Wochenrückblick von dieser Woche immer im nächsten Vlog direkt am Anfang. Ich hoffe tatsächlich, dass ich in dieser 4. Woche wenigstens einen Lauf machen kann. Das wäre sonst echt ein bisschen traurig. Ohne Laufen ist das Leben bei mir halt einfach nicht so nice. Also ich bin halt nicht so glücklich und nicht so ausgeglichen, würde ich sagen. Weil dieser eine Part vom Tag, der einen so richtig happy macht, nach dem Laufen mal wieder nach Hause kommt, der fehlt dann einfach. Deswegen hoffe ich, dass meine Shinsplints sich das nochmal ganz genau überlegen, wie lange sie denn jetzt wirklich hier präsent sind. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr gut ins neue Jahr reingekommen seid und wir sehen uns zur 4. Woche des Marathon-Trainings wieder. Ciao!